Fencerworld. Ich hatte Fencerworld zum ersten Mal auf dem Tisch. Ja, ich habe es verschlungen und ich finde das Buch sehr, sehr gut. Schon lange kein so gutes Buch gelesen, muss ich sagen. Ich habe sofort zum Hörer gegriffen und habe gesagt, unbedingt spielen. Wahnsinnig unterhaltsam, sehr klug. Sehr traurig. Schräg und abseitig, gefährlich. Sehr, sehr vielschichtig. Auf eine ungewöhnliche Art witzig. Für mich ist das Angebot ein Geschenk gewesen. Zum ersten Mal kam dieser Begriff auf, als ein Postbote an der Tür klingelte und mich sehr, auf sehr unheimliche Art ansprach als Kind, als die Frau aus dem finsteren Walde. Und jetzt, ungefähr 30 Jahre später, gibt es Fensterworld. Ich kann ja nebenbei was essen machen. Hm? Ja klar, ist nebenbei. Der Bär braucht ein bisschen Fleisch. Fensterworld ist eben auch ein Versuch, jetzt nicht eine geradlinige Geschichte zu erzählen, sondern eher ein Gefühl zu beschreiben und auch wirklich zu schauen, was ist unter den Schichten. Deswegen eben auch das episodische Erzählen, was es einem eben ermöglicht, immer noch zu gucken, was ist denn unter dem Schrecklichen noch viel Schrecklicheres oder auch unter dem Komischen noch viel Komischeres. Was Fensterworld, glaube ich, sehr unterscheidet von Filmen zur deutschen Geschichte ist, dass es ja nicht ein Film ist über die wirkliche Geschichte oder es spielt ja nicht im Dritten Reich oder im Zweiten Weltkrieg, sondern spielt in einem eigentlich eher abstrakten Deutschland. Es hat sich aber dann im Laufe der Vorbereitungszeit verselbstständigt ein bisschen. Also es ist aus diesem sogenannten Deutschland ist dann, wie das auch der Markus, der Kameramann, immer wieder genannt hat, ein Fensterworld geworden. Also ein Aspekt, der zwar natürlich schon gespeist ist aus deutschen Bildern oder irgendwie Alltagsmomenten, die aber dann zu einer eigenwilligen Konstellation gefunden haben. Und Hintergrund bitte! Dann haben wir ganz lange entwickelt und Storyboards gemacht und Fotos gesammelt, wie man das schafft, dass Deutschland deutsch aussieht, aber auch interessant. Alles Störende bleibt draußen. Gott, ist das hier hässlich. Es ist alles irgendwie dumpf, abgeschottet. Das nennt sich Psychoakustik. Es gab irgendwann die Idee, dass es alles sehr comichaft sein sollte, dass es eigentlich weg von der Realität sein sollte, sehr bunt, dass alles besser aussehen sollte als die Realität, also sowohl die Kostüme als auch die Orte, an denen die Leute leben. Eine Welt, die zwar irgendwie an Deutschland erinnert, aber doch eigentlich was völlig Eigenes ist. Das hier ist für die Hände. Das macht sie ganz zart. Manchmal denken wir Männer ja an sowas gar nicht. Ich schenke Ihnen das. Und nehmen Sie auch das Geld. Fast jede der Episoden nimmt dann doch nimmt so abstruse Abzweigungen und nimmt so ein bisschen seltsame Wege. Es erzählt von Obsessionen, es erzählt von abwegigen, abseitigen Obsessionen in jeder Beziehung. Ob das jetzt die Obsession ist, sich pausenlos mit den Nazis zu beschäftigen oder ob das die Obsession ist, in ein Tierkostüm zu steigen und zu kuscheln. Also ein bisschen was hat es für mich von einem Reigen. Es sind mehrere Handlungsstränge, mehrere Partnerschaften oder Lebenskonstellationen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die miteinander was zu verhandeln haben oder auch nicht zu verhandeln haben. Ja, ach, nee, es war bloß so eine Idee heute. Nee, es ist ja auch ein trauriger Film. Klar, wird ja auch traurig. Mit ein bisschen Hoffnung natürlich auch. Das ist dieser neue Neorealismus, von dem ich dir... Genau, ja. Wir haben das eigentlich alle auch sehr ernst genommen, auch wenn vielleicht manche Figuren jetzt grotesk erscheinen mögen oder so. Aber ich nehme die schon alle sehr ernst mit ihren Eigenheiten und auch mit ihren Gefühlen, Einsamheiten, Obsessionen. Halt dich hier fest. Ich meine so was und dann wieder weiterlaufen. Das auch so süßes, ja. Ne, könnte man machen, kann man nicht mehr probieren. Ja. Der coolste Bruder, ich würde es so machen. Okay. Wie ist es für dich? Ja, schon ja. Besser. Gehen wir mal weg und jetzt komme ich nochmal. Da habe ich gedacht, du stehst da, du spannerst. Ja, ja, ja. Was machst denn du hier? Es hat natürlich sehr komödiantische Szenen und die sollten auch komisch sein.
Aber ich habe eigentlich immer versucht, dass die Schauspieler die Szenen völlig ernst spielen, weil ich das dann am Ende viel komischer finde, wenn komische Dinge mit einem gewissen Ernst vorgetragen werden. Er hat sich beobachtet beim Pieseln. Was? Wann denn? Gerade eben. Nur ein Quatsch, ich kam hier gerade zufällig. Halt die Statue widerwärtiger Spanner! Alle befinden sich in so einem Schwebezustand von Verlangen nach etwas und dem permanenten Scheitern danach, eben der zu sein, der man sein möchte oder so. Und das funktioniert eigentlich für alle nicht. Also ich habe das Gefühl, alle Figuren lernen sich so ein bisschen selber kennen in dieser Geschichte und meistens mit einer Bruchlandung. Also ich finde das sehr schön, was jeder so lernt. Wir haben uns überlegt, dass es in Finsterworld keine anderen Menschen gibt, außer unsere Figuren, keine Autos, sondern dass die alle in der Blase leben. Habe ich dir heute gekauft. Okay, Entschuldigung, nochmal, ja? Boah, Creme. Was denn, hast du? Jetzt ist vorbei. Entschuldigt bitte, Leute, okay. Sag mal, so viel war doch gar nicht drin hier. Auch bei der Innenausstattung sind das alles, was wir in dem Film sehen, sind keine Originalschauplätze, sondern sind gebaute Kulissen. Die Räume, wo das Ganze spielt, sind sehr, sehr stark beeinflusst von diesen eigenwilligen Randfiguren, die da vorkommen. Und ja, also ich habe das Gefühl, dass es eine eigene Welt geworden ist. Und auch halt entsprechend in den Wohnungen wir so Kokons schaffen. Das haben wir halt übers Licht gemacht. Oder auch draußen, wenn wir in so öffentlichen Raum waren, die Schärfentiefe so gering, dass man die Umgebung eigentlich ausblendet. Es geht natürlich einerseits um Deutschland, aber es geht vor allem auch um das Leben eigentlich in einer Gesellschaft, in der man sich nicht berührt. Ich glaube, dass Deutschland ein Land ist, in dem man sich sehr schwer tut, einander zu berühren. Das fängt an damit, dass man Fremde überhaupt nicht berührt. Menschen, die man vielleicht ein bisschen kennt oder wo es um eine Art offizielles Ritual des Kennenlernens gibt, dann gibt man sich die Hand. Aber ansonsten sind eigentlich Berührungen im Alltag undenkbar. Schon gar nicht, dass jemand einen küsst oder umarmt, den man nicht kennt. Da hilft es dann sehr, wenn man ein Furry ist und ein Tierkostüm hat. Das war eigentlich der schönste Drehtag, muss man sagen, weil diese Furries uns wirklich alle die ganze Zeit umarmten und knuddelten. Und am Ende des Drehtags hatten wir alle verschiedene Farben von Fell an unserer Kleidung, von den verschiedenen Charakteren. Interessanterweise ist eben die Furry-Bewegung in Deutschland neben den USA am größten in der Welt. Also es gibt sehr viele von diesen Menschen, die sich in Kostümen treffen und sich umarmen und miteinander tanzen. Kann man dich auch buchen für andere Drehtage? Die Furries, die in dem Film zu sehen sind, sind außer Ronny Zerfeld natürlich alles echte Furries. Das sind Leute, die wirklich in ihrer Freizeit diesem Hobby nachgehen. Und das wäre auch gar nicht anders gegangen, weil man diese Kostüme eben nicht einfach von der Stange kaufen kann, sondern sie müssen hergestellt werden. Und es sind eigene Charaktere, die Leute, die Kostüme tragen, wirklich sich auch selber ausgedacht haben und sich haben bauen lassen. Die sind sehr, sehr teuer und sehr aufwendig, sie zu bauen. Ronny? Gehst du nochmal auf die Hinterseite von dem Baum? Ein bisschen lauter! Gehst du auf die Hinterseite vom Baum und durch die Äste durch nochmal? Bis hier, genau da sowas. So, was?
meiner Meinung nach sind diese körperlichen Kontakte aber sehr wichtig für den Menschen. Und indem man diese Kontakte nicht hat, ist man eigentlich beschnitten in etwas. Und es ist interessant, dass es gerade eben in einer Gesellschaft, in der man sich nicht berührt, man sozusagen so eine Art Maschine anlegen muss, so wie der Fußpfleger, der die Maschine an die Hornhaut der alten Dame anlegt. Das sind die Arten, wie man Berührungen erfahren kann. Dass dahinter noch was anderes steckt, das lernen wir natürlich im Laufe des Films, aber das ist natürlich in der ersten Szene einem nicht klar, dass seine Berührungen eben nicht intentionslos sind, sozusagen, sondern dass er die alte Dame liebt. Ja, es gibt halt den Moment, in dem Frau Sandberg sagt, mich hat so lange niemand mehr berührt, und er sagt, doch viele Male, weil sie natürlich davon ausgeht, dass er sie eigentlich sozusagen nur technisch berührt hat, als ihr Fußpfleger. Bei Finsterwald ging es sehr stark um das Gefühl, was Claude auch beschreibt, nämlich das unter den Schorf der Wunde zu gucken und zu gucken, was drunter ist. Und die Figur, bei der das eigentlich am deutlichsten wird, ist Natalie, die dann eigentlich wirklich in physische Berührung mit der deutschen Wunde gerät, indem sie dann mit der Asche der Toten in diesem Krematorium in Berührung kommt und eigentlich wirklich mit dem Grauenhaftesten, was man sich vorstellen kann. Die Gedenkstätte, die man im Film sieht, ist eben kein Originalschauplatz. Man darf in ehemaligen Konzentrationslagern nicht drehen, es sei denn, es ist ein Dokumentarfilm, aber auf keinen Fall Spielfilme, was auch ganz richtig so ist. Und ich hätte mir auch niemals vorstellen können, in einem echten KZ das zu drehen, was wir in Finsterwald sehen. Und somit haben wir dann eigentlich eine Gedenkstätte entwickelt, die wir dann die Finsterwald Gedenkstätte genannt haben, die nicht genau erzählt, wo wir eigentlich sind. Darum ging es mir auch gar nicht. Es ging nicht darum, jetzt spezifisch über einen Ort zu erzählen, sondern einfach um die Idee eines Ortes und somit auch ein abstrakter Ort. Hinten kommt zu viel Nebel. Wir fahren jetzt einfach, tauchen jetzt einfach nochmal ab. Okay, Robert, kannst du von da wieder abtauchen? Wir nehmen das rückwärts mit. Kamera läuft weiter. Wollt ihr noch eine Seekerze? Nee, machen wir kurz nochmal. Nee! Ich wollte es unbedingt spielen, weil dieser Einsiedler auch mit einem, also eine Beziehung führt mit einem Vogel, den er findet. Und ich einen Vogel habe, selbst einen Vogel aufgezogen habe mal und also ein Vogelfan bin. Der Johannes hat es dann wirklich geschafft, zu diesem Vogel eine Freundschaft aufzubauen, wie es dann auch in der Geschichte in Finsterwald passiert, bis hin dazu, dass der Vogel ihm wirklich komplett vertraut hat am Ende und wirklich zum Erstaunen des Tiertrainers, der fast ein bisschen eifersüchtig war, dass so der Johannes und der Vogel so eng miteinander waren. Wir haben das gerade gedreht und mit dem Vogel und es macht so wahnsinnig Spaß, weil er genial ist. Er ist wirklich genial, saufrech und es macht so riesen Spaß, mit ihm zu spielen, weil er ist so neugierig und ja, wie ein kleines Kind. Und dann funktioniert aber so ein Give and Take, das wirklich, wirklich große Freude macht. Ja. Entschuldigung. Wir können ja zwei, drei mich sehr schnell nachladen. Rein damit. Achtung, Headshot! Achtung! Und Feuer! Eine der großen Fragen in Finsterwald ist auch, wie kommt das Böse in die Welt eigentlich? Und Dominik erzählt einem Käfer in dem Film,
davon, wie es eigentlich ist, erwachsen zu werden. Also wie man von einem unschuldigen Kind langsam zu einem abgebrühten, gefühllosen, erwachsenen Wesen wird. Und die Idee des Einsiedlers war es eigentlich, eine Figur zu zeigen, die sich sozusagen zurückbegibt in so einen urparadiesischen Kindzustand, also fast in so einen embryonalen Zustand, in dem man einfach sein kann, unschuldig sein kann. Und dass das nicht lange gut geht, sehen wir dann auch im Film. Was hast du gedacht, als du es das erste Mal gelesen hast? Großartig, ganz toll. Es ist unglaublich witzig und hat einen Drive und es interessiert sich in der Lakonie und nicht in der Psychologie für eine deutsche Gesellschaft oder für eine Gesellschaft, zumindest die jetzt hier in Deutschland angesiedelt ist. Finde ich ganz toll. Wenn man so sagt, eine tragisch-komische Komödie, aber es so viele Ebenen hat und ich glaube auch Möglichkeiten, das zu interpretieren, diese Episode, diese Verschränkung in dieser von Welten in dieser Finsterworld. Ob wir uns in so einer ganz realistischen Welt befinden oder ob das so wie im Arbeitstitel Finsterworld und durch diesen Anfang mit dem Wald und dem Ende mit dem Wald und so, ob wir uns in so einer Art deutschen Märchen befinden. Und das irgendwo dazwischen, glaube ich, zwischen Märchen und realistischem Episodenfilm, irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Neulich hat jemand zu mir gesagt, er hätte noch nie einen Film gesehen, der so clean aussieht und so eine schöne Bildsprache hat und auf der anderen Seite inhaltlich so unglaublich dreckig ist. Und das war eigentlich auch das, was wir versucht haben zu machen. Also ein Film, der erstmal sehr schön ist und auch Spaß macht, ihn anzuschauen, und wo es eigentlich dann hinter der Fassade wirklich um ziemlich fürchterliche Dinge gehen und eigentlich so ein bisschen wie so ein bunter Flickenteppich, in den sich langsam so ein Brandloch hineinfrisst. Franziska, hör mir nochmal zu, Franziska! Oh Gott! Ich bin es! Ich bin es! Ich bin es, Tom! Franziska!